Tag 4 im Imbiss. Beim letzten Mal haben wir ja festgestellt, es kann durchaus Kochzeiten geben, die negativ sind. Das ja, so ist es ja nicht. Und nun könnte man sagen, ja, okay, wenn hier eine negative Kochzeit, Wartezeit rauskommt, dann nehme ich halt 0. Also das Maximum zwischen gezogener Kochzeit und 0. Was auch immer größer ist. Aber das darf man natürlich nicht machen. Weil Normalverteilung heißt ja, dass das Ereignis stattfindet zwischen minus unendlich, also Zeit minus unendlich bis Zeit plus unendlich, muss 100% sein. Und wenn ich das jetzt hart bei 0 abschneide, oder bei irgendeiner Zahl positiv, dann lasse ich ja eine Fläche unter der Verteilungsdichte weg. Und dann ist die Gesamtfläche nicht mehr 1. Vielleicht nur noch 0,5, wenn ich jetzt eine symmetrische, so wie wir es hier haben, Normalverteilung haben. Aber das wäre nicht richtig. Das müsste man entweder normalisieren, ist aber fummelig, oder man macht es so wie der Herr Rutt, ich habe den Nachnamen vergessen, der diese Salabim geschaffen hat, der zieht einfach bis zu 100 Mal hintereinander eine neue Zahl. Wenn das Ergebnis negativ ist oder kleiner ist als die untere Grenze, die man angibt, dann zieht er halt bis zu 100 Mal neu, bis eine positive Zahl rauskommt. Also irgendwas hoch 100 mit einer Zahl, 0, irgendwas hoch 100. Das ist super, super unwahrscheinlich, dass das nicht klappt. Aber damit verletzt er halt nicht das Problem, dass man die Verteilungskurve so umdengelt, dass es keine mehr ist. Und das, deswegen macht man das nicht mit einer Max, was man so im ersten Moment vielleicht denken sollte, sondern er hat eine eigene Methode sich ausgedacht, die heißt Bounded. Und sollte jetzt hier bei der Normalverteilung eine negative Zahl rauskommen, dann wird 100 Mal gezogen, bis eine Zahl rauskommt, eine normal verteilte Zahl, die eben mindestens 0 ist. Das können wir mal einbauen. Das hier. Sim.bounded. Dann müssen wir hier noch die untere Grenze angeben. Lower Bound gleich. Ich sage wirklich mal 0. Also im kürzesten Falle ist das Essen schon fertig, wenn der Gast, der es bestellt hat, dann war schon, ich sag mal so, die Bratwurst war schon auf dem Grill fertig. Der braucht die nur noch rausgeben. So, das ist jetzt erstmal so die Annahme. Und damit sollten wir eigentlich das Problem erledigt haben. Jetzt haben wir hier natürlich noch eine Klammer mehr. Und jetzt sollte das nicht mehr auftauchen. Wir sagen mal mittlere Kochzeit 1 plus minus 2. Also vorher wäre es recht sicher in die Hose gegangen. Da gibt es ja auch 70% der Fälle liegen wir zwischen minus 1, zwischen, ja doch, minus 1 und 3. Jetzt zieht er, wenn er hier einen negativen Wert rausbekommt, 100 Mal, bis irgendwie eine Zahl größer gleich 0 rauskommt. Lassen wir mal laufen. Da haben wir gesehen, es dauert schon ein bisschen länger. Es kann passieren, dass nach 100 Versuchen er 100 Mal hintereinander eine normal verteilte Zufallsvariable einen Wert hatte von kleiner 0, kleiner Lower Bound. Dann kommt zurück ein Sim-Fail. Also dann wird wieder ein Fehler gemacht. Wir haben gesehen, das hat echt ein bisschen länger gedauert jetzt. Jetzt war es schnell. Also es kann, wie gesagt, das ist Zufall. Jetzt haben wir 20. Da war es wieder ein bisschen länger. Ja, war es wieder schneller, war es direkt richtig. Na gut. Wir nehmen jetzt wieder an, jo, 5 Minuten Braucher im Mittel, 68%, also zwischen 3 und 7 Minuten.
Jetzt läuft's recht rund. Wir haben jetzt geschafft bei, wenn alle 5 Minuten im Mittel einer kommt, kriegen wir 8 Gäste durch. In einer Stunde. Na klar. Wie kommt's? Ja, der Nuller wie immer geht los. Der Einser kommt noch bevor der Nuller fertig ist mit seinem Gericht. Der Zweier schafft es auch noch, also er hat offenbar länger als 5 Minuten für den Kunden 0 gebraucht, sogar länger als 5,24. Er hat 6 Minuten 12 gezogen als Zubereitungszeit, als Kochzeit für den ersten Kunden. Jetzt stehen ja noch Kunde 1, 2 und 3 hier rum. Und der erste, der fertig ist von denen, wie gesagt, der hat ja, wenn jeder, der reinkommt, kriegt sofort eine Herdplatte zugewiesen. Hat der Kunde 1 braucht wohl länger als das Gericht für Kunde 3, weil der Kunde 3 ist der nächste, der geht nach 8 Minuten 13. Also irgendwie sowas um die 3 Minuten hat das für den Kunden 3, für den vierten Kunden gebraucht. Dann ist der Kunde 2 nach 4 Minuten fertig. Und der Kunde 1, ja, der hat irgendwie was ganz Kompliziertes bestellt. Der ist um 4,87 gekommen. Und er kriegt das erst um 11,53 wieder. Also so, ja, 6 Minuten hat da sein Essen gebraucht. Es hat sogar gereicht, dass zwischendurch nochmal ein fünfter Kunde reinkommt. Der fünfte Kunde, Kunde 4, hat auch 6 Minuten gebraucht. Und zwischendurch ist kein neuer Kunde aufgetaucht. Der kommt erst, uiuiui, nachdem der letzte Kunde vom ersten Schub um 15,55 fertig war, sieht man hier 25 Minuten lang, oder etwas weniger, 25, 24 Minuten, war der Imbiss leer. Und dann aber direkt hier im Zehntelbereich ein Rennen zwischen dem sechsten und dem siebten Kunden. Naja, der Kunde 5 braucht aber länger als der Kunde. Also der Kunde 6 ist ja nach dem Kunde 5 gekommen. Kunde 6 ist aber eher fertig, weil das hat wirklich nur nicht mal 3 Minuten gebraucht, sein Gericht. Und Kunde 5 ist noch nicht mal fertig, als Kunde 7 auftaucht. Kunde 5 hat ja 6 Minuten gebraucht. 6 Minuten und 30 Sekunden, so größenordnungsmäßig. Ja, Kunde 7. Also in 5 Minuten grob fertig. Also der ist gegangen. Ja, der Kunde 8 ist dann wieder hier 5 Minuten lang war der Imbiss leer. Kurz vor Feierabend kommt der neunte Kunde, der Kunde 8, noch rein. Und die Kochdauer, die er gezogen hat, war wohl über 5 Minuten 20. Der ist nicht mehr fertig geworden. So sollte das interpretiert werden. Was ist, wenn die richtig schnell hintereinander kommen? Also jetzt nur noch im Mittel alle 3 Minuten. Oder muss er wieder viel ziehen? Da war eine Menge negative Kochzeit drin. Aber wir haben 20 Kunden geschafft. Einfach weil die Leute schneller angekommen sind. Wenn der jetzt nicht 5 Minuten braucht, sondern 1 Minute im Mittel, und jetzt sind wir ja zwischen 0 und 3 Minuten unterwegs. Ändert das was? Also jetzt hatten wir gerade 19 Kunden geschafft, nee, 20 Kunden. Jetzt haben wir 19 Kunden geschafft, sogar weniger. 18 Kunden geschafft. 22 Kunden geschafft. Also das hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Lass mal die Kochzeit jetzt 10 Minuten plus minus 2 Minuten bei 68% der Fälle. Ja, 13 Kunden. Obwohl wir jetzt 10 Minuten brauchen. Wenn wir jetzt 20 Minuten mal ansagen,
plus minus 2 Minuten, alle 3 Minuten kommt einer im Mittel. Tja, aber trotzdem immer noch 17 geschafft. Also, oh, die Kochzeit ist hier gar nicht so, so entscheidend. Nehmen wir mal 30 Minuten. Plus minus 10. Könnte man jetzt auch drunter verstecken, dass der nicht nur ein Gericht macht, sondern verschiedene. Und er braucht so je nachdem zwischen 20 und 40 Minuten im Mittel, 70%, 68%. Ja, da werden nur noch 10 Kunden bedient an dem Arbeitstag oder an der Arbeitsstunde. Hier 13, 14, 7, 8 Kunden, jetzt mal wieder 13 geschafft, jetzt 15, also so in dem Dreh. Und jetzt kommen die mal total wenig, alle Viertelstunde kommt nur einer in Imbiss rein. Und wenn er reinkommt, wartet er so im Mittel 30 Minuten. Zwei Kunden haben wir. Nee. 5 Kunden haben wir geschafft. 5 Kunden. Naja, ist eine Stunde. Und im Mittel brutzelt der 30 Minuten. Alle 15 Minuten. Das ist natürlich entspannt. Hier haben wir gerade mal 4 Kunden geschafft. 5 Kunden geschafft. Das machen wir mal richtig rasend schnell. Und der hat jetzt wirklich nur noch ein Gericht, 0,1. Also 6 Sekunden plus minus. 6 Kunden. Weil die halt langsam kommen. Jetzt betreiben wir es mal. Mittel jede Minute. Ja, guck mal. 72, also 73 Kunden, wenn jede Minute einer kommt, geht sofort los und er braucht nur im Mittel eine Minute. Was haben wir hier? Kunde 71 kommt um 58 irgendwas. Der hat nicht mal eine Minute gebraucht. Ja. Ja. So viel dazu. Ne? Jetzt haben wir das hier so ein bisschen abgefedert und man kann schon so ein bisschen rumspielen mit Messwerten. Alle 5 Minuten kommt einer. Nehmen wir an, das ist eine Pizza, die braucht 10 Minuten im Ofen. Vielleicht je nach Belag plus minus 2. Dann haben wir da 8 Kunden in einer Stunde. Es kommt jetzt alle Viertelstunde mal einer vorbei. Jo, haben wir einen Kunden geschafft, einen einzigen. Dazwischen kam halt lange nichts. Ja. Zu lange. Ja, 4 Kunden. 5 Kunden. 2 Kunden. So ist das, ne? 5 Kunden, 5 Kunden, 3 Kunden. Ja, also so kann man das ganz oft durchklicken, einen Mittelwert bilden, dann hat man schon mal so eine Idee. Können ja nochmal sagen, wie viele Kunden haben wir denn bedient? Bediente Kunden im Sinne von, die haben Essen bekommen. 0. Bediente Kunden am Anfang, ja, wenn er da nicht aufhört, fangen wir mit 0 an. Also ein Kunde ist ja dann bedient, wenn er sein Essen bekommen hat, also diesen Teil überstanden hat. Hier aus dem Yield rausgekommen ist. Machen wir mal G. Bediente Kunden einen dazu. Und am Schluss lassen wir uns mal ausgeben. Print.
bediente Kunden. G-Punkt. Bediente Kunden. Ja, mal schauen. 7. Sichtbar. 7 Kunden, 6 Kunden, 5 Kunden, 5 Kunden, 4 Kunden nur, 3 Kunden, jetzt wieder 7, 3, 4. Also wir merken schon, das ist jetzt nicht so viel in einer Stunde. Oder ist das? Wir könnten ja mal versuchen, einen Arbeitstag, je nachdem wie viele Stunden wir aufhaben im Geschäft. Oh, wir haben Stunden pro Tag. Wir arbeiten 4 Stunden am Tag. Dann können wir sagen, Tage pro Woche. Wie viele Tage in der Woche haben wir denn auf? 5. Und Wochen pro Monat 4 Wochen, so, einen ganzen Monat. Dann würde unsere Simulationszeit ja jetzt heißen, eine Stunde mal G-Punkt-Stunden pro Tag. Also jetzt hätten wir 4 Stunden, 4 Arbeitsstunden mal G-Punkt-Tage, die wir in der Woche arbeiten, was haben wir gesagt? 5 Tage in der Woche mal G Punkt Wochen, die wir im Monat arbeiten. Also in unserem Falle würde die Simulation jetzt laufen von 4 Stunden pro Tag mal 5 Tage, das sind 20 Stunden mal 4, 80 Stunden, 80 mal 60 wären dann die Minuten. Habe ich es. 6 mal 8. 48, 480. 480 Minuten, ne? Gibt das Sinn? Ja, wie auch immer. Also, da haben wir jetzt einen ganzen Monat. Mal gucken, wie viele Kunden wir da bedient kriegen. 321 haben wir jetzt. Ich mach's mal wieder höher. 334, 365. Oh, das war ein schlechter Monat. 107. Ja, eher so um die 300er Ecke, ne? Ein bisschen mehr. Das war ein guter Monat. 1/4 Stunde einer kommt. Was ist denn, wenn wir... Also wir waren jetzt immer so bei 300 und ein bisschen. Wenn wir die Kochzeit mal halbieren. Aber plus minus lassen. 340. 377. Ja, es steigt so ein bisschen, ne? Wir kriegen ein paar Kunden mehr, wenn wir... Wenn wir schneller, ja, war richtig schlecht. Im Mittel, denke ich, haben wir ein paar mehr, aber nicht wirklich doppelt so viel, wenn wir die Zubereitungszeit halbieren. Lass uns mal ganz langsam kochen. 25. Da merken wir, das ist gar nicht so schlimm. Von nur 10 Minuten oder 25 Minuten brauchen. Ja, das liegt daran, dass jeder, der reinkommt, sofort bedient wird. Ne? Wir bleiben mal bei 10 Minuten, weil es eine Pizza vielleicht braucht mit Schneiden und allem drum und dran. Wir arbeiten jetzt aber 8 Stunden pro Tag.
Wir haben 5 Tage die Woche auf. Was passiert jetzt? 300, irgendwas waren wir so knapp über 300. Oha. Haben wir es verdoppelt, klar. Ja, wir arbeiten nicht mehr 4 Stunden, sondern 8 Stunden. Das ergibt schon Sinn, finde ich, ne? Ja. Saison. Wir gönnen uns nur einen Ruhetag. Machen wir noch so im Schnitt, machen wir dann noch mal einen Huni mehr. Wenn wir einen Kunde mit 1 Euro Profit belegen, können wir noch mal Profit pro Kunde mal festlegen. So eine Pizza kriegst du für, mit 5 Euro, denke ich, kommt es klar. Profit, also was haben wir denn nach einem Monat? Würde ich sagen, das sind bediente Kunden mal Profit pro Kunde. Euro laufen lassen. 3.820 in dem Monat. 3.860. Ja, irgendwie sowas um die 3.800. Das war ein richtig guter Monat. Oh, der war schlecht. Ui. Nee, der war gut. 4.000 ist aber über 3.000. Was ist mit mir los? 800 so. Ja, haben wir doch schon wieder ein bisschen was geschafft. Können doch einmal richtig krass werden, wenn alle 5 Minuten jemand anruft, will eine Pizza oder sowas haben. €11.000. Wow. Gut, aber dann hast du aber auch Spezialmonat, ne? Wenn alle 5 Minuten einer im Mittel kommt. Sagen wir realistisch, alle 10 Minuten. Also hier, wo ich wohne, da kommt das in der Saison vor. Da machst du dann so 5.730. Jawohl. Ich denke, das soll es mal gewesen sein. Ja. Haben wir schön mal rumspielen können. Erstmal, ne? Tschüss.